Verbessern. Schnittschaden, Wuchtschaden. 25 Schaden, 40 Schaden. Das ist halt einer. Das ist wirklich vom Vorteil. Da habe ich noch ein Schild. Schnittschaden, Schnittschutz. Ich brauche zwei. Ich kann alle verbessern eigentlich. Feuer, Magie, Schaden, Präzise noch. Ich habe genug Punkte. Ich will aber die zuerst. Wuchtschaden, Schnittschaden und Crit. Okay. Den habe ich schon. Den ja, einmal kann man machen, Crit. Gut, dann haben wir die Main-Waffen geupdatet. Okay, habe ich jetzt nicht noch einmal. Passt. Wir haben jetzt alle verbraucht, drauf geschissen. Wir kriegen die ja schon wieder. Hauptsache mal was upgraden hier. Ja, da die können wir schon. Die können wir eh kaputt machen. Zerlegen, zack, haben wir schon neue. Langbogen. 15, 10. Zerlegen, haben wir neue. Hab ich gar nicht gesehen. Ich will noch Waffen haben, die wir nicht brauchen. Hier auch noch. Da, Keule. Ach, das ist halt eine, an die wir selbst hergestellt haben. Das bringt nichts. Löschen. Hirtenstab. Haben wir schon. Hier. 16 Kraft, 14 Kraft, Magierstab, Hirtenstab, Fernkampf auf Stufe 3, Stufe 4, den weg damit, zack, zerlegen. Das Schwert, 16 Schaden, hier ist das Ding, das ist unsere Waffe, die wir eigentlich hauptsächlich haben. Da, so, so und hier. 28, weil 2 Hand. 15, 16, 20. Ja, weg mit dem. Achso, das haben wir selbst hergestellt. Können wir auch nicht. Auch nicht zerlegen. Das hier. Auch löschen. Schrottpfeile sind fast die besten, oder? Was haben wir denn? Feuersteine, Schaden. Feuersteinpfeile, Schaden 8. Schrott sind 11. Ja, wir haben so viele von den anderen. Nägel. Die können ja mit G, macht er selbst, okay. Rüstung bringt uns jetzt nichts. Skill können wir auch nicht weiter. Geschirr. Achso. Schmiede. Ah ja, warte, ich muss mal schauen. Das ist das Sinnvollste. Was für eine Tasche, Tan. Das ist Kraft 16, Kraft 15. Ja, ist das am besten. Wieso habe ich noch so ein schwaches Schild? Was ich mir selbst hergestellt habe da. Kämpferhandschuhe, Kämpferhose. 103. Ist das von der... Von der Jägerin nicht besser, gell? Wir müssen mal schauen. 42, 21. Das von der Jägerin ist auf keinen Fall besser. 42, 21. Ist halt nur für... 42, 21. Das ist ziemlich gleich. Ah, das ist für... Okay. Es wäre halt nice, wenn das da stehen würde, was anhätten. Es ist halt... wir können es aber herstellen. Wir brauchen halt nur getrocknetes Fell. Wir müssen irgendwie herausfinden, wie wir getrocknetes Fell machen. Können wir bei irgendwas herstellen, was bei der anderen nicht geht? Pfeile, Trockengestell, klar. Holz und Garn brauchen wir. Trockengestell, klar. Holz und Garn. Miasma Holz. Ach, haben wir auch jetzt Miasma Holz sogar. Garn haben wir hier. Falls wir noch Garn herstellen müssen. Und Holz fehlt noch. Äste, Glühwürmchen. Was ist hier Holz? Gut. Da können wir jetzt so ein. Wir müssen ein bisschen was freiräumen auf die 6. Dann stellen wir das Trockengestell. Ach, Garn, warte. V. Zack, hier so. Ja, Trockengestell. Zack, haben wir.
Also auf die 6 getan. Jut, jut, jut. Der mal da, ist erwischt. Zack. Steht. Herstellen. Trockengestell. Durchsuchen. Lila-Bären. Wenn sie getrocknet sind, stellt der getrocknete Lila-Bär nicht mehr so viel Gesundheit wieder her wie die Lila-Bären. Der Regenerationseffekt hält allerdings länger. Gut. Getrocknetes Fell. Tierfell und Salz. Haben wir extra mitgemacht, unser Leben riskiert. Tierfell und Salz. Kriegen wir hin. Tierfell. Salz. Weiß ich nicht. Salz haben wir geholt. Ich weiß noch nicht, wie das ausschaut. Salz, Salz, Salz. Hatten wir eben geholt und uns dann. Deswegen zweimal sind wir gestorben. Wie könnte denn Salz ausschauen? Schutt? Ich hab das doch. Das hier ist Erde, gell? Ja. Erde, Stofffetzen. Le, Mützel, Wachs, Miasmaholz, Schrot, Honig. Ich habe ganz wenig Salz geholt. Wo ist das? Wo ist das mit Salz? Hier ist doch Salz. Why I go suchen? Das ist doch Salz. Voll bescheuert. Zack. Das. Da. Hier. Felle. Go. Hier Felle. Go. Easy. So. Passt. Passt, passt, passt. Palmwurzel, was soll ich anmachen, warte? Gab's da Update? Ich weiß nicht. Ich mach mal so jetzt erstmal an. So. Sieht gut aus. Das Salz läuft hier. Naja, gab ein Patch, sehen wir eigentlich. Nee, ich muss den Server patchen extra. Deswegen geht's ja. Den einfach anmachen bringt halt da nichts. Darum geht's ja. Ja, schau mal, ob man connecten kann. Weiß nicht, ob du mich hörst oder so. Muss ich schreiben? Getrocknetes Fell einmal hier. Kleiner Rucksack bei Jäger. Oh, schau mal. Rezept freigeschaltet, kleiner Rucksack bei Jägerin. Okay, okay. Gut, gut, das soll nur verwirrend so darstellen, muss ich immer extra Chat öffnen, aber es passt schon. So, kleiner Rucksack, geil. Also ich habe mir jetzt einfach gestartet, ohne zu upgraden, das muss ich halt immer selber machen. Also mit diesem Update. Bad-Ding, was ich mir geschrieben habe. So, okay. Ey, also bitte, dass der Rucksack nicht nur eine Reihe hat. Wir da haben eine halbe. Aber jeder Slot ist halt wild und wichtig. Und was für Sachen braucht man? Stoffnetz habe ich, Garn und getrocknetes Fell. Easy. Instant herstellen, beste. Brauchen. Okay. Update, ich beende wieder. Ich hoffe, das geht so einfach. Ich habe mir das ja alles vorbereitet. Steam.
Update, jo, macht er. Macht er, macht er, macht er. Update Start, ja, macht er. Lädt runter. Hat runtergeladen, ist zu das verifizieren. Stofffetzen kann ich jederzeit suchen, sind hier. Drücken Sie beliebige Taste. Habe ich nicht, ich habe keine Taste hier. Nur Maus, das gilt nicht als Taste. Gut, habe ich. Palworld, zack, Start. Läuft jetzt nach Update. Also müsste jetzt dann starten oder ist gestartet, wie auch immer. Das zeigt mir nichts an. Das ist kein Log. Die Scheiße. So. Noch eins, gell? Vier war's. Ja, noch eingetrocknetes Fell, dann habe ich kleinen Rucksack. 8 Slots. Eine Erweiterung für deinen Rucksack, die dein Inventar etwas vergrößert. Da steht aber kleiner Rucksack. Vielleicht gibt es ja auch einen großen. Vielleicht gibt es einen großen. Ich fühle ja das Instant herstellen hier. Rucksack ausrüsten. Eine Reihe mehr. Okay. Okay. Ja, Mann, ich hab's noch offen mit Text. Oh! Aber warum hat das denn removed? Ist da vielleicht ein Scam dahinter? Ist da vielleicht ein Scam dahinter? Liege ich da Betrug? Ich da Betrug? So, der Mage-Stab war cool mit dem Heilen, aber ich hatte 4 Sachen, habe aber nur mich einmal heilen können. Das fand ich sehr, 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 sehr wild. Holz 8, das zum mal da lassen. Rohr 2, das lassen wir auch da. Was habe ich jetzt hier alles? Boah, ist ja brutal. Komm, wir grillen einmal das, dann haben wir den Stack zumindest voll. So. Ah, hier. Passt. Also ich glaube, das Spiel ist so wie eine Story aufgebaut, Keksi. Wie wenn du einen Film schaust und dann kommst du in ein Zimmer rein und du schaust genau da weiter. Also wird, glaube ich, beim Join das immer so sein, dass du dann in meine Story joinst. Was ich komisch finde, aber es ist, glaube ich, als Koop aufgebaut. Also sehr. Sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Ich habe so auch noch nicht gespielt, sowas, dass man einfach joint, dann ist der Progress halt der gleiche. Wieder Host. Oh, wie schade. Ich habe das Bett aufgenommen. Glaube, das ist der Konsole zu verschulden. Ich habe noch in keinem Spiel erlebt, wenn du etwas auswählst. Dass du dann nochmal die Taste drückst, benutze das Ding, anstatt es wegzustecken. Jetzt kann ich schlafen. Geschwindigkeit mal 60. So. Gut, ich habe Alchemist. Den Alchemisten habe ich noch gar nicht hingestellt. Ui, vergessen. Eigentlich habe ich noch gar nicht hingestellt. Ich kann ihn doch spawnen lassen, wenn ich ihn hier habe schon. Ich brauche nur den Stab hier. Da brauche ich wieder ein Äste. Da brauche ich wieder ein Äste. Hier. Nee, ich brauche gar keinen. Ich habe doch schon 2 Stäbe irgendwo. Warte. Ich stelle den jedes Mal neu her.
Aber ganz ehrlich, was ich den hier suche, stelle ich ihn mit einem Ast wieder her. Na, stelle ich noch einen her, ist ja egal. Schon getan mit dem Klick. Easy. Tabulator. Alchemist Balthasar. Oh. Balthasar. Hallo. Hi. Okay, jetzt tue ich den Stab in die Kiste mit der Ausrüstung. Mal schauen, ob er nächstes Mal wieder da ist. Alter Mist. Wunderbar, stellt mir Dinge her. Herstellen. Teiltränke, was brauche ich da? Pilz, Beeren und Wasser, geil. Miasma, Überlebenstrank. 200 Lebenspunkte, 2 Minuten maximale Zeit im Miasma. Oh, das ist krass. Das ist geil. Feuerball, die habe ich ja schon. War 50 und 20. Echt? Direkt zu viele für so wenig Sachen. Okay, krass. Schleifsteine, einfaches Werkzeug für schlichte Malarbeiten. Besonders gut harte Zutaten, für harte Zutaten geeignet. Okay. Insektenstaub. Proteinreiche Zutat. Okay, was macht das? Magischer Staub. Eine stabile Form der Energie. Miasma-Seele. Moment. Das brauche ich zum Upgraden meiner Basis auch. Miasma-Seele, war das das? Stark genug für uns auch zu schützen. Okay, mehr. War das das? Ja, das ist das. Kann ich eine machen. Habe ich noch ein bisschen mehr hier den Weg. Also mehr ist größer dann auf einmal. Erstmal sehen, was war das? Das und was? Ach so, erstmal Flüssigkeit, dieser komische Kaktus halt da. Das ist Mais hier drin. Ich dachte, hier wäre es drin. Das ist Mais. Das hier. Aus dem mache ich dann eine Seele. So, Geister Magierstab. Kraft 17, der ist gut. Harz, Knochenmehl. Alchemisten Lehrlingsset. Ui. Crit May. Ach, das ist jetzt für Magier. Mana. Mana. Schadensmultiplikator. Magie, okay. Das ist für Mana. 1000 Bücher. Das ist halt heftig. Für 45 Minuten Holzsäure aber. Nie gehabt. Habe ich jetzt eigentlich einen Buff mehr? Ich habe immer noch drei. Aber was heißt denn das mit dem Buff mehr? Also weiter wir erstmal die Gegend. Also wenn sie. Die geht ja nur bis. Sieht man ja nicht ohne Hammer, aber ich werde erweitern sie mal. Da aufwerten, genau. Zack. Aufwertungsanforderung: Stufe 2 Flammen mit Miasma-Seele 5. Auf 120, 120 von 80 auf 80. Alle 5 herstellen. 4 könnten wir herstellen. Ich habe 3 und 4. Ich habe keine Miasma-Sporen mehr. Da gibt es zu viele. Nee, ich habe eigentlich sehr viele von denen nochmal gelootet. Hier. Miasma-Sporen werden 5 gehen. Aber jetzt brauche ich noch Miasma-Flüssigkeit. Daran scheitert es. Aber ist nicht schlimm. Machen wir das nächste Mal. Das nächste Mal. Wir wollten ja eh los, eigentlich. Nochmal reparieren hier. Haben wir gar nicht gemacht. Hier. Nicht aufnehmen. Da.
Stauraum klein, klein, Tisch. Hier ist was neu am Tisch. Ah ja, Komfort plus 2. Hier ist der Tisch. Hält er noch länger? Komfort plus 2. Stühle, Komfort habe ich. Bank habe ich keine. Ich brauche Harz, Holz und Komfort plus 2. Leuchte, Wachs. Muss ich, machen wir noch, weil der Komfort ist ja gut. Dann ist dann, dass dann, wenn es dann länger hält. Wachs. Harz, Holz. Harz. Schrott, Faser, Holz. Gar nicht, jetzt habe ich gar nicht mehr aufgepasst hier. Garn. Ja, habe ich jetzt nicht dabei. Müssen wir daneben. Jo, wie viele? Keine Ahnung. Machen wir mal 1, 2, 3, 4. Geh mal her. Lichtquellen, Kerze. Ja, habe ich. Ich habe die Kerze geklaut. Kerze. Achso, wir können hier auch. Egal, stellen wir sie mal dahin. Klick, fertig. Habe ich. Ah, steigt schon auf 13 hoch, okay. 14. Echt 15 jetzt, 15 Minuten. Ich will mehr Komfort. Betten. Primitives Holz und primitive Matratze. Ich brauche erst die Matratze. Tierfell, Garn, Holz. Tierfell brauche ich halt noch. Tierfell. Aber Holz habe ich nichts mehr, oder was? Tierfell habe ich. Gehen wir mal kurz Holz hacken, oder wie? Tier, okay, krass. Krass, krass. So, jetzt musst du erstmal. Wie, wieso wegen RAM? Was verbraucht so viel RAM? Bei dir. Also Map kannst in-game direkt oder auf zweiten Bildschirm machen. Ist das ein Pop-up oder was? Zweiter Bildschirm ist mega. So, nee, nee, deswegen Overwolf. Ah, das kannst du rüber. Also, oh, geil, das. Hey. Zweiter Bildschirm best. Ich habe erst letztens mich beschwert, dass nicht Spiele mehrere Bildschirme mit aufnehmen. Weil damals Total Annihilation konntest du die Map auf dem zweiten Bildschirm tun. Ja, okay, das ist strong. Ist das auch Echtzeit gedreht? Jetzt wäre interessant zu sehen, ob du deinen Freund auch siehst auf der Map. Also deinen Kollegen. Jo, ist wieder weg, das Internet hier. Dass der Router einfach, dass wenn das Internet wieder weg ist, das geht dann schon wieder irgendwann. Kabel wurde entfernt, deaktivieren.
und aktivieren. So, passiert. Holz habe ich jetzt. Holz habe ich jetzt. Sollte eigentlich wieder verbinden, aber irgendwie... Ich muss dann auch einschalten, dass das übernehmen kann, das andere Netz. Falls das wieder Probleme gibt. Ja. So, machen wir hier. Herstellen. So, nee, warte, hier wollte ich noch Komfort haben, gell? Das andere Bett, da muss ich das hier aufnehmen, glaube ich. E gedrückt halten, aufnehmen. Ja, ich muss das irgendwie umstellen. Also, ich habe das Internet. Ist normal von der Fritzbox an. Da habe ich dann nochmal angeschlossen einen Router und der. Deswegen kann ich 2,5G. Aber seitdem ich den habe oder so, ist immer. Fällt es immer mal aus. Ich habe auch schon einen zweiten Router getestet. Geht trotzdem nicht. Richtig big. Okay. Okay, aber die ist dann noch nicht live, haben sie geschrieben, oder? Welche Spells du in der Tasche hast, Inventar? Doll. ...409, 403 von der blauen. Ach du Scheiße, Alter. 403 von den blauen, 109 von den Dingern. Aber die Karte ist noch nicht live, oder? Wenn du dich bewegst. Doch, doch. Weil da steht live, Update kommt noch, aber es sind nur, wenn die spawnen. Nein, nein, um live abgeht, geht es um den Spawn. Ja. Ich habe die Filterung ausgemacht fürs Mikrofon hier in Discord. Ist nicht schlimm, oder? Oder kracht's immens? Nö. Nö, höre ich nichts. Weil wenn ich dann... Ja, Discord hat ja eigene Filter. Wenn ich dann manchmal so schreit, das tut das Nvidia das alles unterbrechen und höre nichts mehr. Auch im Cutting gemerkt. Das ist geil, aber das ist halt Overwolf-Ding. Ist das dieses von dem Livemap.net oder so, die Kommunik ist verbunden oder gekopiert da? Keine Ahnung. Habe ich immer im Mapgenie.io habe ich da. Ja, den Mapgenie habe ich sonst auch benutzt. Cool. Ja, ist doch chillig, ne? Also, Ding geht wieder, das Netz. Aber fällt halt immer wieder aus. Ich habe ja normalerweise hast du den PC direkt in die Fritzbox angesteckt. Aber ich habe Fritzbox an den Router angesteckt, sodass ich mit 2,5G LAN habe. Und dann da den Computer angesteckt. Und dieser Router fällt immer aus. Hab schon den zweiten getestet, fällt immer aus. Keine Ahnung, was damit ist. Ja, das ist komisch. Verstehe ich nicht. Oh, das ist echt strong, ja. Ist geil. Also das ist richtig big. Aber dass dann auch die anderen Spiele da stehen, so doof. So ein bisschen Werbung. Ja, Second gut. Screen Mode. Live Mode coming soon. Krass. Ist geil, Mann, ja. Der andere hat nur Spells in der Tasche. Ja, ich flieg gerade die Bäume ab. Ach so, du nutzt gleich aus, weil das da siehst auf der Karte. Oha! Ja. Kannst du dir auch dann nur das anzeigen lassen, was du möchtest, gell? Ja. So, ja, okay, wie auf der anderen Map. Aber vor allem, man sieht halt auch die aktiven Dungeons und die zu sind, ne? Okay, das ist halt zu OP, Alter. Aber okay, das passt ja. Lol. Das ist ja dann effektiv darauf hinarbeiten. Nicht rumlaufen, entdecken, Spaß haben, effektive ja. Arbeit wieder. Oh mein Gott. Easy effektiv arbeiten. Endlich mal wieder effektiv arbeiten.
Weiß ich nicht, da kannst du gleich ein plus 40 machen. Ja, es ist Nee, interessant. 40 ist noch nicht drin. Ist interessant, aber es ist halt dann mehr so wie abarbeiten jetzt, anstatt Ja, entdecken. klar. Ja, gut, also ich muss sagen, wenn ich meine aktuelle Map angucke, jetzt halt ohne die Karte, die meisten Bäume, also nicht die meisten, aber ich hatte schon gut Bäume gefunden. Ich kann gar nicht so weit raus von hier. Ich hatte schon gut Bäume gefunden und die hatte ich mir halt auch markiert, ne? Das ist gut. Für die Früchte da. Weil die spawnen ja auch nach. Ja, es spawnt alles irgendwie nach. Das ist schon mal geil. Alles nachspawnt. Brauch hier Ja, mehr umso weiter du halt Komfort. wegkommst, umso weiter du halt kommst, umso geiler werden auch die Attacken, die du findest an den Bäumen. Weil erst findest du ja überwiegend Plepp-Attacken. Ja, klar. Und ich meine, wer will schon Plepp-Attacken? Ja, für den Anfang ist es ja ganz nett. Also sofort, wenn ich mich porte oder sowas, die Map zentriert sofort nach, ne? Oh, hier, die Boys sind alle ausgehungert. Was ist denn da los? Aber die haben Natürlich doch sind die Fressen. ausgehungert. Hier bei den Metallboys. Die Ja, haben Fressen und alles sind ausgehungert. wenn du da bist, aktivierst du sie halt erst. Gehst hin, dann wirst du sie aktivieren, dann tun sie essen ja gleich. Außer sie liegen halt da tot und krank, dann machen sie nicht mehr. Du musst sie alle heilen, dann geht's weiter. Und das mit der Story ist anscheinend serverweit, ne? Das haben wir ja schon gestern gesehen. Das ist halt ein Ja. bisschen, ist halt ein bisschen schwierig, finde ich das. Da gab es richtig dicke Beschwerde auf hier in Reddit, ne? Ach Quatsch, nicht in Reddit, im Wurde Discord. das vorher nicht so kommuniziert, oder was? Anscheinend nicht. Ich habe es ja erst gestern gesehen. Ich habe sowas noch nie gespielt. Ich kenne es ja von so Multiplayer-Koop-Games. Dann connectest du, dann bist du da in der Story und der andere führt bei seinem Save-Game das Steuer auch nicht weiter. Das ist bei Dying Light so gewesen, bei vielen Koop-Games, aber das ist halt Nein. ein Koop-Server-weit. Ja, okay. Ja, aber Cameron, Verrückt. fress doch einfach. Was stimmt mit dir nicht? Verrückt, 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 sage ich dir nur. So, Bänke, Kerze. Glühwürmchenlampe. Ich muss ein bisschen mehr Komfort hier reinbringen. Harz, Knochen. Ich brauche da noch eine Kerze. Stoffnetz. Stoffnetz brauche ich und Knochen. Ja, das mit dem Suchen hier der Sachen komme ich schon ein bisschen besser zurecht wie gestern. Fühle mich schon besser. Ich habe mir auch gestern ganze Zeit nackt rumgelaufen hier. Hatte keine Rüstung, nichts. Die habe ich mir am Schluss hergestellt. Habe das dann gepeilt. Jetzt auch die Waffen upgraded und erweitert. Ist schon cool, aber wenn du das auf zu hochlevelige triffst, bist du schon gut tot. Aber es geht. Ich habe gestern auch nackt gekämpft gegen Level 3 oder so. Ich war Level 1, 2. Und heute habe ich gegen Level 5 gekämpft. Ich war 3 mit Rüstung. Es geht alles. Okay, primitives Holzbeinstab, primitive Matratze. Komfort plus 2. Ja. Tische. Beispiel habe ich. Stühle ist egal. Bänke. Lichtquellen. Jetzt habe ich Knochen vergessen. Standfackel, Wandfackel. Jetzt habe ich Knochen vergessen. Ist ja dann doof mit dem Mitspielen, oder? Ja, also das mit dem Einfach Progress, peilze. das Tust dir finde ich alles. halt nicht so geil. Ich Deswegen will. hatte ich auch gar keinen Pfeil, weil ich einfach reingeschmissen wurde, ne? Deswegen würde ich auch jetzt gar nicht checken, wie das dann anders gehen sollte. Wenn es jetzt schon so ist. Das ist echt verwirrend. Ah, Harz habe ich nicht mehr. Ich wollte Schädelkerze noch herstellen. Weil ich hatte ja dadurch halt auch diese komplette Tutorial-Geschichte nicht, ne? Ja, das ist nicht so schlimm, das hast du die ganze Zeit eigentlich, aber Ja, aber für es ist mich halt war, doof. du startest da nackt im Keller und das war's. Ja, so bin ich auch gestartet. Ja, und dann hieß es nichts mehr. Dann hatte ich deine Quest.
Das ist heftig. Das ist heftig. Hast du schon so mal so jemals sowas gespielt, also am Nee, Server? nee, Ich auch nee. nicht. Für mich war das immer Character Progress. Ja. So, Noch nie 14 erlebt, dass es Minuten. halt nicht so ist. Zack. Plus 1. Dann das Bett. Stelle ich wieder neben das Feuer. Steig jetzt auf 16. Okay, aber das andere Bett muss ich auch nochmal hin tun, weil es plus 1 ist. Oder ist es. Okay, dann tue ich diesen primitiven Holzbeintisch. 5. Dahin. Zack. Steigt nicht hoch, aber das soll es eigentlich machen. 6. Die Bank dahin. Das steigt wieder auf 17, okay. Wenn ich jetzt diese Leuchte hier drauf stelle hier. Steigt auch nicht die Zeit. Hä? Dann stelle ich das die andere Fackel hin. Keine Ahnung, auf die andere Seite oder so mittig hier. Zack. Steigt auch nicht. Ja, gut. Weiß ich ja nicht. Ich habe Kerze genommen, ne, muss ich dir sagen. Wenn sie gesagt haben, du nicht nehmen Kerze. Habe ich trotzdem Ich. genommen. Ist cool. Schon wieder, bekommst du wieder Bock, ne? Also habe ich eh Bock die ganze Zeit, aber ich wollte auch hier ein bisschen weitermachen. Habe ich hier noch ein bisschen Ja, klar. Material, kann ich dann verarbeiten und wenn du eh sagst, du hast nicht Zeit, ist es ja eh wurscht, ob ich dies oder das mache. Ja, ich. Allein schon hier dieses kleine Fallabenteuer sollte ich eigentlich zeitmäßig nicht tun. Jo, und wenn dann dich mehr aus und erholen, dann. Nö. Außer nur wiederholen. Keine Ahnung, was das für Worte sind, Mann. Geil, oder? Da freust du Ganz dich. wild. Ja. Ausruhen und erholen, Main. Also ich glaube, dass dir das Game auch gefallen würde, weil du kannst ja wirklich auch Mage und so spielen. So richtig mit allen möglichen Spells und was weiß ich, ist schon heftig. Ja, ich muss mir, wenn ich dann Halt. halt wirklich Zeit habe, einen Tag, also was heißt Zeit, ne? Wirklich mal Ja, nicht irgendwie wild umher muss. wie machen wir das mit dem Progress? Geht ja gar nicht. Du musst halt dann Singleplayer spielen, oder was? So, dass Ja, du ich so muss mir weit das halt bist? erstmal angucken, dass ich halt. Ich muss ja nicht bis genauso weit, aber halt erstmal angucken, bis ich so grob checke, ne? Einmal so Nachmittag muss ich mich da mal hinsetzen mit dem Ding. Weil es ist ja halt gerade 16:25 Uhr nachmittags. Das ist ja so mit dem, du tust ja hier so, es ist ja so, in Shrouded habe ich jetzt heute über gecheckt, das heißt eingenebelt. Also Nebel ist ja Shroud, weiß ich ja. Ja. Das habe ich ja gar nicht assoziiert, war mir auch egal. Nebel, böse, ist Miasma, ist anscheinend heißt, ist das Ding. Okay. Dann gibt die Leute, haben sich dann irgendwie so in so Schlafkammern getan, falls die Welt irgendwie in Ordnung ist, dass sie aufwachen. Das geht ja nie gut. In keinem Film ist es so. Also hier im Film ist es so, dass es nicht gut geht. Das sind so Krypten. Da sind so große Gebäude mit so kleinen Rätseln und auch irgendwelche Fallen, was ganz cool ist. Ich mag es normal nicht, aber hier gefällt es mir. Und da befreist du dann immer jemand. Befreist du halt einen Schmied, einen Alchemist, Wollte gerade sagen, so, die sind momentan auch nur Jäger. einmal am Server möglich, ne? Ja, dies ist ein. Ach so, ein Fisch, okay. Ja, dann Das musst du ja heißt, wenn jetzt, keine zusammenspielen. Ahnung, eben genau, du spielst, willst jetzt, ne, hier, Er sagen wir, du zwingt bist dich jetzt auch am Schüler Anfang hier zu XY. bauen. Er zwingt dich auch hier am Anfang zu bauen. Die Ja, sagen wir, du sollen bist jetzt Streamer XY, dann. Ja. hast da deine sonst wie viel Begleitschaft an Viewern, Anhängern, Sims, wie auch immer. Ja, die Die Lemminge. müssen zu dir kommen schmieden. Ja, dann sollen sie lieber die Eier bringen bei Paul, weil du dafür Subs da lassen. Das passt dann schon. Bei den ganzen Titten. Naja, Bei Alter. den Pool-Streamern da. Immer noch schwieriges Thema für mich, ne? Ich versuche das zu verdrängen, aber ich. Das passt schon. Ja, und ich schätze mal, diese Typen, die du da holst, sind halt die Lehre auch von dir, was es auch ist und diese Hauptsachen. Naja. Weil der Schmied ist halt so eine Art Krieger für dich, der Jägersjäger.
Die Alchemistin ist halt klar, stellt halt Getränke und so einen Scheiß her. Und dann gibt es noch zwei andere. Es wird dann vielleicht irgendwas mit Magie oder so sein, schätze ich mal. Obwohl der Alchemist stellt ja auch schon, was lustig ist, ich habe ja ein, ist der Unterschied, es gibt einen Zauberstab und es gibt dann spezielle Typen von Stäben. Der Zauberstab hat eigene Energie, die schießt halt, brauchst du nichts anderes. Und dann gibt es den, was hat denn das für einen Namen immer? Es gibt, ich drücke mal Tab, um zuzumachen, das geht, ich muss S drücken. Es gibt Stäbe, die sind da speziell für eine Sorte von Mage. Und die brauchen so wie der Bogen Munition. Eisbolzen, Feuerbolzen, also Feuerball, Eisbolzen oder Grün war Heilung. Ich habe mich damit sogar geheilt. Also ist das so wie Munition braucht der Stab. Und es braucht Mana, Munition und Mana. Ganz wild. Da habe ich lieber so einen Feuerstab, der nichts braucht. Keine Ausdauer, kein Mana, keine Munition. Der braucht nichts. Du kannst dodgen, du kannst alles machen und immer wieder schießen und du hast dann endlich Mana. Also es ist halt. Ich weiß nur nicht, auf welche Spezialisierung das ist, genau. Weil es gibt ja Zauberer und Kampfmagier. Für mich ist irgendwie Mage und Zauberer immer das Gleiche. Das war es ja in Baldur's Gate schon nicht. Ja, das ist ja noch umfangreich. Das ist ja, gibt es ja 473. Verschiedene Sachen. Aber das sehe ich dann schon. Würde ich schon lernen. Ach ja, den Stab. Das heißt, Dunstmagier-Stab. Und dann gab es auch einen. War das ein Schattenmagier? Verschiedene Sachen halt. Auf jeden Fall hast du da immer Munition. Weiß nicht, ob du das gerade siehst. Siehst du das? Nee, oder? Buffer werden wir noch. Warte, ich habe noch nicht refreshed, nachdem du wieder da warst. Ich zeig dir erstmal den. Zeig dir erstmal den Bogen nochmal. Dann muss ich den hier mal eben hochkanten. Das sieht besser aus. Jo, naja, okay, so wieder. Dann habe ich den Bogen, wenn ich dann rechte Maustaste drücke, zeig dir, was für Munition du hast. Da kannst du wechseln, während der Spannung sogar. Schrott oder Feuersteinfall, gibt ja mehr, die ich halt habe. Ja, sowas so. Ist halt schon cool. Das ist super schön. Das gleiche ist mit dem Zauberstab hier. Da kannst du dann wechseln, was du willst. Eisbolzen, Feuerball oder Heilung, ja. Irgendwas. Das ist halt genau das gleiche. Du brauchst dafür aber gleichzeitig Mana, Munition. Das ist halt schon krass. Dafür hast du keine Haltbarkeit bei dem. Und bei dem anderen, was ich da nutze, ist dein Lehrlingszauberstab. Da schieße ich einfach. Das ist so wie Harry Potter schießt. Und da brauche ich keine Munition, kein Mana, gar nichts. Da habe ich halt einfach, die Ausdauer. Also die Haltbarkeit. Und wenn ich zur Werkbank gehe, tut er automatisch immer reparieren. Und weißt du, was ich komisch finde? Was ich noch nie gehabt habe in so einem Spiel? Du kannst keine Gegenstände auf den Boden legen. Kannst sie nicht mehr ablegen. Ja, das ist komisch. Dafür finde ich das direkte Train halt irgendwie ganz cool, ne? Das ist süß, das ist nett. Könnte man noch so hin und her schieben mit der Maus, wie in WoW oder so, aber das ist ja egal. Aber gar nichts hinlegen. Taschenplatz ist voll. Du kannst nicht kurz etwas hinlegen, weil du brauchst ja, wenn du was baust, auch einen Taschenplatz voll. Ich sammle Holz, baue Feuer. Kann ich nicht machen. Ich muss was löschen. Ich kann es nicht kurz hinlegen und sagen, ich baue die Feuerstelle. Dann habe ich ja das schon verbraucht. An Inventarplatz frei und tue es wieder zurück. Nein, ich muss was löschen. Ich kann nicht es hinlegen. Oder auch nicht irgendwo reinlegen. Wenn ich nicht zu Hause bin, nee. In der Kiste. Und das ist halt schon komisch. Und ich habe vom Schmied das Zerlegen gelernt. Das Zerlegen, rechte Maus, das Zerlegen von den Waffen. Das geht, das ist geil. Dann kriege ich Items und diese Items, die kann ich nutzen zum Aufwerten. Das ist auch ganz cool. Ich habe die Waffen aufgewertet, dann erhalten sie die Attribute hier, die du gleich rechts siehst. Das sieht man auch, wenn ich da bin. Da, die haben sie normalerweise nicht. Schnittschaden, Wuchtschaden, Schnittschaden, Crit auf jeden Fall, 5% mehr. Dann Attributsbonus, Eismagieschutz, Feuermagieschutz, erhöht Chance auf Crit und so weiter. Kannst du die alle erhöhen, habe ich gemacht hier. Es ist ganz witzig. Ja, so ist es doch mal cool. Das ist interessant und dann ist es noch so,
Das ist der Ende der Charakter. Das ist anscheinend das Item, was du ausgerüstet hast. Also du hast das ja unten in der Leiste zum Durchwechseln, aber du kannst eins ausrüsten, dass du dann vom ausgerüsteten Item noch den Buff kriegst. Also Kraft 16 oder Magie irgendwas. Das Ding heißt hier ausgerüstet, nicht, dass du es nutzen kannst, ausgerüstet, sondern dass du den Wert nur hast. Das gleiche ist bei Pawl-Welt, was ich auch nicht gewusst habe. Wenn du bei dem Pawl da stehen hast, unten links, so bei passiven Fähigkeiten, wenn du drüber hoverst, geht ein Pop-Up auf und da steht irgendwas mit eigene oder sowas. Und dann ist das nicht für den Pawl, sondern nur für dich als Spieler. Das ist ganz abgekürzt, so mit eigen oder sowas oder irgendein komisches Wort. Dann hat der Pawl für dich noch so eine. Dann ist der passive Effekt nur für dich, nicht für ihn. Wenn du ihn im Team hast. So wie dieses Gewicht tragen. Aber dann, du musst halt dann diese so paaren, das ist halt, es ist, ich habe die Paarung, habe ich ein Video gesehen, das ist halt schon wie Ark. Du paarst die Fähigkeit und hoffst, dass du die guten rüberbekommst. Ja. Also es ist halt genau gleich. Wenn du einen Paul hast mit drei so guten Fähigkeiten mit drei Strichen und einem schlechten, paarst du das halt und hoffst, dass die Fähigkeiten zum anderen kommen. Auch wenn die schlechten Sachen, wenn der jetzt dann drinstehen hat, irgendwie was unwichtig ist, kann schlechter farmen, aber dafür hat er mehr Tempo, ist ja auch egal. Ja, richtig. Also kann man schon sehr, sehr viel krassen kombinieren. Was ich halt dann nicht brauche, ist dieses PvP mit den Pauls. Das wird mich halt voll abtören. Also wenn sie mit reinbringen, das ist wie bei Pokémon oder wie bei WoW, ist ja, war ja auch so. Weiß ich nicht, PvP mit den Dingern. Was ich da halt lustig finde, ist diese, was sie gesagt haben, diese Arena selbst, wo die Viecher gegeneinander antreten, halt, ne, keine Ahnung, du sagst, also nicht dieses direkte PvP quasi, sondern du sagst von wegen hier, du und du, ihr beide arbeitet nicht, jetzt macht ihr beide mal ein Duell, gucken, wer nichts vielleicht verarbeitet wird. Ah, okay, ach so, du kannst deine eigenen, ich dachte, das ist nur PvP gegen andere Spieler. War also, mein so wie ich das verstanden habe, ist das wohl eine Arena, die kämpfen gegen einen, also deine Boys kämpfen gegeneinander. Ah, und das ist nicht, dass ein anderes Spieler auf dem Server da ist und dann muss ich da PvP machen mit dem. Okay. Miasma spawnen. Was brauche ich nochmal zum Aufwerten? Ist egal, das passt schon. Okay, gut. Ich habe es ja nur in der Roadmap gesehen, nicht mehr. Ja, ja, der Stand hat einfach nur doch. PvP. Ja, okay. Ja gut, wenn man die gegeneinander antreten lassen kann. Jetzt habe ich auch das Upgrade. Ich bin vorhin in den Nebel rein, kannst du noch 5 Minuten im Nebel bleiben, jetzt kann ich halt schon 6. Bin ich jetzt schon zweimal gestorben leider, weil ich nicht rausgefunden habe, so dicht der Nebel war. Und dann gehe ich von mit 5 Minuten Aufladung in den nächsten Nebel, war tot. Da habe ich irgendwie verschaut oder so. Ja, und dann nochmal hin, da habe ich gesehen, das ist eine neue Art von Nebel, der ist stärker und der habe ich sofort umgebracht. Ja, super. Und jetzt habe ich den Altar hier geupgradet. Die Flamme ist es ja. Ein Altar hier. Und da stand dann jetzt, dass ich Flammenstufe 2 habe. Ja, im Miasma passiert Stufe 2. Es gibt auch 3. Vielleicht darf ich jetzt dann auch in den stärkeren Nebel. Das im Progress ist echt krass. Dann brauche ich ja, warum gar nicht am Server spielen, ne? Aber was nachher noch kommen wird, ist bestimmt so geile Dungeons, wo man auch so Heiler, Tank und DD braucht, schätze ich mal. Weil es ist halt schon so aufgebaut, auch mit dem Heil habe ich ja selbst mich geheilt. Ich hatte 4 Heilzauber, ich habe gedrückt gehalten, die waren alle weggegangen. Es sind so Funken in die Luft geflogen, dachte mir, wie heile ich mich jetzt selbst? Ich habe einfach so auf den Boden geschaut, nichts passiert. Ja, ich tue die Funken einfach irgendwo hinschießen, dann kommen sie zu mir zurück. Dann heilen sie mich halt. Oder die Gruppe oder die um mich herum sind. Und ich war halt der Einzige. Und ich kann mir vorstellen, dass es dann in Dungeons schon wild sein wird. Dass du dann schon auch nicht alleine alles machen kannst. Dass du halt schon ein gescheites Team brauchst. Ja. Oder du kannst halt irgendwie so skillen, so Multi-Hybrid-Dings da, dass es funktioniert. Kann ich mir auch vorstellen, egal wie. Beides. Krypte der Bauer. Achso, Krypte der Bäuerin hier ans Wegpunkt setzen. Aber von der Minimap bin ich begeistert. Cool. Glaube ich dir. So was wäre in jedem Spiel gigantisch.
Ja, dann tun wir das ja nur noch so ablaufen, ey. Ich freue mich schon. Vor allem gar nicht mal, dass es halt eine Minimap ist, sondern es ist eigentlich noch eine Version besser. Du kannst es ja auf den anderen Bildschirm packen, Mann. Ja, das ist eine interaktive Map. Ja, das ist ja das Krasse. Ja, an der Bildschirm ist geil, dann musst du nicht immer öffnen, kannst du immer nur schauen. Das ist geil, dann kann ich links hin tun, ja. Achso, ich fand diese Quest schon, was sie noch hat. Das ist heftig. Theoretisch könntest du sie fürs Video sogar mit rein capturen, obwohl sie auf einem anderen Bildschirm ist. Naja, genau. Eine Quelle. Ne? Also, ja. Nur ich weiß dann nicht. Das macht das Ganze halt nur noch besser. Wohin? Mit dem Platz auf dem Bildschirm. Ja, klar. Aber theoretisch, ne? Ja, klar. Ein weiteres Behände wäre nützlich, wenn ihr jemals planen, die Basis zu erweitern. Ich fürchte, mein Teil könnte mehr Platz für meine Tränke gebrauchen. Ich weiß zufällig, wo sich eine weite Krypte der Bauer. Warum schaust du nicht nach? Die nächste, wir sind Staubkörnchen in einem Wirbel aus Sternen, mein Freund. Traust du dich, die Hand auszustrecken, um ein Stück der Ewigkeit zu ergreifen? Vielleicht wäre ein ewiger Zauberspruch etwas für dich. Ich weiß, dass ein solcher einer unterirdischen Gruft zusammen mit seinem schrecklichen Meister begraben wurde. Du könntest damit eine Menge Gutes tun. Ewiger Zauberspruch? Ja, check. Hört sich brauchbar an, ne? Ja. Ah, Heiltränke hier. Roter Pilz, Wasser und Bären. Geht, echt gut. Aber es ist krass mit der Map, da kannst du wirklich die Dinger.